Hey Genossen, check die Flossen, hier ist euer Upper Class und willkommen bei einer neuen Folge Daisy Standalone. Mit dabei ist einmal der Patrick. Oh. Der Ezio. Weiß nicht, wie man das macht, aber hier, ich drehe mich mal. Dann der Herr mit der Schrotflinte, der Dennis. Hallo. Und natürlich auch der Jasper. Hallo. Und ja, wie man sieht, haben wir uns jetzt alle hier gefunden. Spieler sind keine mehr gekommen. Der Feigling hat sich ausgelockt. Genau. So eine Assi-Bratze. Und ja, ich habe wieder ein bisschen Farbe. Wir haben gegessen und ja. Jetzt sind wir wieder alle zusammen. Ist ja mittlerweile schon zur Seltenheit geworden. Sehr sogar. Und ja, mittlerweile ist auch der Server voll. Ja, 21 Leute. Hab grad nachgezählt. Oh, das geht ja. Wir haben gerade gemütlich Mittag gegessen. So. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Wir schauen vielleicht zu voll. Wie machst du eigentlich die Hand hoch? Wie machst du das? Eins. Mit F1. Wie sieht's aus? Was machen wir jetzt? Du darfst es die Waffe nicht. Ah, oh, gut. Taste anvisiert. Hattest du nicht was von Airstrip gesagt? Wir könnten theoretisch zum Airstrip gehen, aber... Wollt ihr das wirklich? Mal das gezeigt. Je nachdem, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Also, wir sind 5 Leute, aus. Wir wären klar im Vorteil. Also. Sag das nicht. PvP-Action am Airstrip. Wir sind zwar 5 Leute, aber auch 5 nicht gerade gute Leute. Noch nicht, aber wir werden immer besser, das ist schon... Ja, hier sieht man meine Leiche, ne? Okay. Ich habe jetzt 2 Leute erschossen und einer zwar jetzt nicht unbedingt gut, aber... Jetzt inspizieren wir mal Anaheims Leiche. Ja, leider geht das nicht mehr. Ja, ich sehe sie nicht, oder? Bei mir ist da auch niemand. Nee. Lol. Ich würde sagen, wir looten jetzt auch hier gar nicht mehr. Ich habe hier gerade... Ne, jetzt ist sie weg. Looten ist jetzt hier unnötig, oder? Wir waren hier schon. Ich tausch mal zu einer blauen Mütze. Hallo. Ich habe einen blauen UL-Helm auf, von daher... Genau. Looten ist jetzt unnötig, oder? Ja. Muss mir ein bisschen lauter werden, dass man hier verstanden. Dachte mir nur, wir wechseln jetzt langsam wieder zu blau. Möglichkeit zurück nach Berenzinho und Richtung Elektro oder Schermerus. Große Airfield oder kleine Airfield nochmal? Vom großen Airfield ist Action. Kleines Airfield ist immer Action, das ist geil. Genau, also da könnten wir, würde ich schon eher vorschlagen, dass wir da, wenn dann hingehen. Jo. Schauen wir, dass wir vielleicht bei der Polizeistation vorbeikommen. Da könnte auch noch Action sein. Na, gucken wir mal. Irgendwo die Straße entlang. Lauf, Forest, lauf. For it? Ja, genau, lauf, for it, lauf. Oh, wir sind ja mittlerweile doch sehr gut equipped. Ja. Naja, ja. So, alle bitte in der Reihe nicht. Die meisten von uns sind ganz okay. Also wir sind jetzt nicht schwache Truppe, wir haben alle eine Waffe, oder? Und vor allen Dingen bitte immer rechts laufen, falls Autos kommen. Ah, stimmt. Bin ja in der Nähe des Airfields oder Airstrips. Patrick springt natürlich wieder aus der Reihe, der läuft links. Ja, natürlich. Weißt du? Kommt ja irgendjemand im Auto da vorne. Alles schön vorbildlich, rechte Seite, weißt du, nur der Patrick, der hört nicht. Ja, aber eigentlich müsstet ihr linke Seite laufen. Warum? Man läuft immer gegen den Verkehr. Ja, habe ich mir auch gedacht, aber jetzt hört heute der Führerschein, deswegen habe ich jetzt nichts gesagt. Wenn halt ein Gehweg da ist, weißt du, dann kann man darauf auch laufen. Aber hier ist kein Gehweg. Aber da gerade eben war ein Gehweg. Hier sind da ein Polizeigebäude. Hier ist wieder ein Gehweg. Hier ist offen? Immer. Ich gehe nicht rein, ich gehe jetzt immer gerade über die Straße, nicht schräg. Oh. Ich gehe rein. Ja, geradeaus ist der kürzeste Weg, ja. Grüner Rucksack, aber Badly Damage oder so. Hoppala. Ist der groß oder klein? Wenn du keinen hast, nimm den mit. Ich schieße. Klein. Ja, du hast einen kleinen, ja. Rucksack. Ich treffe ihn noch reden wird. Na, wer schießt? Erich. Achso, sorry, hast du ja gesagt. Darf ich mal bitte? Ich treffe den Zombie nicht. Ja, darf ich mich um den Zombie kümmern? Ja, dann mach doch. Du stehst bei mir hier dieses rum. Dieses Zurückteleportieren nennt man übrigens Warbanding. Also. Ja, nehme ich mal mit. Oh. Der Zombie gefällt mir, der hat das gar nicht mitgekriegt. Ist hier auf dem Wagen drauf.
Auf dem Polizeiauto. Lassen sich freiwillig klagen. Also hier ist nichts drin, ich glaube hier war schon einer. Oh ja. Ja. Patrick, wie sieht's aus? Lässt du mich mal durch? Danke. Leider in Aktion, also. Gut. Falls hier von euch keiner ein Buch haben will, also Polizeistation ist alles leer. Das sind wir schon ganz gut. Hier ist nur eine Map. Auch eine Map ist ganz sinnvoll. Ja, ich nehme sie mal mit. Vielleicht finden wir ja die restlichen Teile dann. Nordost-Scharnerus habe ich gefunden. Braucht man lange in der Polizeistation oder kommt der jetzt? Wir kommen gleich. Blood-Test-Kit, brauchen wir das? Ja, kannst du Blut testen. Aber nimm's, tu's noch nicht benutzen. Weil du, das vergisst du dann mit der Zeit und wenn, dann warten wir lieber, bis wir zwei gefunden haben. Und dann könnte man, weiß man Blut transfer, also halt Blut spenden sollte, kann man das dann machen, den Bluttest. Wer hat geschossen? Ich. Hier liegt eine Map, Nordwest, Generous. Da läuft ein Spieler. Soll ich die mitnehmen? Wo? Wer ist das? Weiße Hose? Wo denn? Weiße Hose. Der Straße. Jasper, Alter. Ja, das bin ich. Den sagt doch was. Mein Gott. Sag doch was. Ich bin hier, hinter ihm. Wer ist es dir? Ich bin hinter ihm. Du. Ja, dann stell dich irgendwo hin. Die Hose sah nur weiß aus. Genau, renn nicht so sehr von uns weg. Ja, vor allem dann mit einer gezogenen Waffe auf uns zu, das ist ja noch viel behinderter. So, ich würde jetzt hier hoch und dann Richtung Airfield, Airstrips. Habt ihr ja, schon die Map hier? Nordwest? Nee, nehmen die mit. Ich habe nur die Nordost. Okay. Und dann könnt ihr die doch schon mal kombinieren. Die ist dann schon gib mir mal her. Die ist zwar badly damaged, aber... Die dürfte trotzdem noch gehen. Ja. Ah, da liegt sie am Bordstein. Bordsteinschwalbe. Ja. So. Noch mal kleine Planänderung. Doch wieder zur Straße. Laufen lang bis zur nächsten Abzweigung, dann kommen wir direkt drauf. Alles klar. Ich würde sagen, den nächsten. Oh, das ist doch besser, geht's ja fast gar nicht. Was? Ich hab genau die Punkte, wo wir jetzt hin wollten, sind genau die zwei Maps, die wir haben. Ja, klasse. So. Wo seid ihr jetzt? Schon weiter. Straße weiter gefolgt, wir bleiben mal stehen. Oh, ich bin unterwegs, ich komme schon. Ihr seid auch da den Berg jetzt hochgegangen, nicht? Nein. Nee. Hochstraße hoch, weiter. Auf Straße wieder Richtung also doch nicht Norden einfach nur. Nee, weil nächste Straße wäre besser. Okay, ich bin unterwegs. Oh, jetzt links. Ja. Das Messer vorne auf dem Aufsatz sieht schon echt schick aus. Ja. Ich sehe euch schon da vorne. Jawohl. Musst du es nur noch einsetzen können. Sollen wir gleich weiterlaufen? Jetzt so mit Adelheim geht vor. Und dann gehen wir taktisch aufs Airfield, oder? Ja, wäre von Vorteil, denke ich. Besser als letzte Mal. Wer hat eine Mosin? Mosin? Hatte die nicht der Jasper? Ja, die hab ich. Der positioniert sich außerhalb. SKS hat keiner von uns? Nope. Nö. Würde ich aber gerne nehmen. Ja, Dennis, solange du noch nicht tot findest, gehst du dann immer vor und tust so gesehen. Weil es nötig, wenn wir so irgendwie denken, dass ein Spieler drin, dass du halt vorgehst, weil du kannst sie leichter wegpumpen einfach. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall, müssen wir schauen, dass wir die Türen so seitwärts hier öffnen. Der läuft ja auch ohne Waffe. War nicht schlimm. Ich wundere mich gerade, warum hier gerade kein Weg nach oben geht. Vielleicht kommt der auch gleich noch. Wartet mal auf mich. Ah ja, der kommt am Schiff. Wollte auch sagen, kommt doch gleich erst noch. Wenn wir aber gleich so laufen, würden wir wahrscheinlich auch direkt. Was los, Jasper? Ja, lieben Sie, ja. Schreckt mal hoch. Wir müssen mal kurz warten auf den Jasper, der ist ein bisschen langsamer als wir. Obwohl er schon gar keine Waffe hat. Ja. Ich bin healthy, energized. Aber keine Waffe.
Liegt bestimmt an den Schuhen. Ich bin langsamer. Ja. Liegt an den Schuhen bestimmt. Ich hab Jogging-Schuhe. Schöne rosa Jogging-Schuhe bei. So, bei mir ist jetzt ein Cut bis und wir sehen uns jetzt gleich beim Airfield wieder. Okay, jetzt geht's weiter. Wir sind hier zum Airfield angekommen. In der Zwischenzeit hat sich auch nochmal der Server restartet. Das ist irgendwie immer unser Glück, dass, wenn wir vor dem Airfield sind, der Server neu startet. Ja. Oh, mal gucken, was auf uns lauert. Aber sind schon Leute drauf gewesen oder sind gerade drauf? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich offen war. Kann auch sein, dass ich es einfach nur eingebildet habe. So, warte, beim Haupteingang kurz halten. Wir sollten schon ein bisschen taktischer vorgehen als sonst. Ich würde sagen, ich gebe euch Deckung, während ihr dahin latscht. Und dann rücke ich nach. Ich mal irgendwas. Oh, hier live. Hat einer von euch ein Fernglas? Ja, das hat eins. Dann guck mal rein. Ich geb dir. Nee, mach du, du hast den Musin, Alter. Danke, das ist aber trotzdem noch besser. Zwei Mann mit 4 Augen sind besser als 2. Naja, wenigstens mit Fernglas mal reingucken. Ja, dann so, passierst du nicht am besten irgendwo da oben hin? Richtung da? Okay, machen wir wieder zu. Warte dir mal noch kurz. Okay, also ich sehe keinen. Jesper. Positionier dich am besten hier, guck da oben. Da oben. Aber ich. Und schau mit dem Fernglas rein. Aber ich rück doch nach gleich. Ey, warum denn? Ja, weil ich kein Scope habe. Sind doch schon 4 Mann. Ja, trotzdem schalten wir mit dem Fernglas runter. Das wissen die aber nicht, dass du keinen Scope hast. Wenn du auf die schießt, gehen die in Deckung. Ja, ich würde eher sagen, da oben auf dem Berg, weißt du, ein bisschen höher gelegen. Ich bin jetzt. Da hast du einen besseren Überblick. Na, da hast du auch gar keinen Überblick und da laufen auch die ganzen Leute auch vorbei, wenn sie reinkommen. Auf den Hügel. Richtung Mülltonne. Gegenüber vom Tower sozusagen. Was für rechts? Bei mir ist es links. Wenn ich auf den Tower gucke, ist das rechts. Ja, er läuft schon hoch. Und da oben guckst du am besten ein bisschen hin. Genau, und falls du jemanden siehst, der nicht zu unserer Gruppe gehört, siehst du einfach. Weißt du ungefähr, wie wir aussehen? Dann sagst du uns Bescheid. Zwei von euch haben den roten Rucksack, einer im blauen Helm und der Upper Class, den erkenne ich sowieso. Wir haben auch, der Großteil von uns hat kleine Rucksäcke. Ne, alle von uns haben mittelgroß. Ja, kleine und mittelgroße und einer mit einem großen Rucksack, das finde ich. Ich hab nur 5 Plätze weniger. Ja. Schüsse? Ja, Schüsse. Das Ding funktioniert nicht, das, Hier bekämpfen sich welche. Ich würde sagen, vorrücken bis zum Gefängnis, okay? Ja. Im Busch. Warte. Ja, kurz halten. Die hören ja gar nicht mehr auf, die Schüsse. Ja. Sind Hacker, ist, glaub, Hacker-Munition, kann sein. Leckt wieder, ey. Zum Kratzen. Okay, jetzt geht's wieder. Das Fernglas backt rum, ich kann nicht gucken. Ja, das kenne ich, da musste der sie neu starten. Nee, das lohnt sich jetzt, das mache ich jetzt lieber nicht. Oder schießt einer? Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Niemand von uns, okay. Seid ihr die, da gerade hinlaufen? So. Ja, wir sind am Gefängnis jetzt. Also. Einzelschuss. Schaut mal, ob drin die Türen offen sind. Ne, sind zu. Okay, sind zu. Türen sind zu. Noch zu. Also es könnte sein, dass einer drin ist. Ja, klar. So, aber vielleicht, wahrscheinlich wird hier auch viel gescoped. Ah, einer ist am Hangar. Okay. Lass ihn holen. Der läuft jetzt Richtung uns. Nicht rauskommen. Nicht aus der und Deckung rausgehen, Leute. Und nicht hin und her laufen. Weil sonst hören sie die Schritte. Du kannst ihn nicht erschießen, der ist bei den Hangars. Wenn er rauskommt, erschieße ich ihn. Der läuft aber Richtung uns im Zickzack. Ach, ist nicht so draußen. Viel bewegen, denn. Hier sieht er uns nicht. Guck mal, ob ich ihn sehe. Nein, jetzt sieht man nicht mehr. Der ist jetzt, glaube ich, auf der Hauptrollbahn. Komm mal zu dir, 2-2. Ich kann ihn nicht sehen. Moment. Du kannst ihn nicht sehen? Nee, schon. Wir werden beschossen. Achtung. Von der anderen Seite, die sind doch hier so eingeschlagen.
Hey, hier snipet jemand auf uns. Der hat Sichtkontakt, glaube ich. Ich würde sagen, wir gehen ins Gefängnis. Wo ist denn der dann? Achtung. Ja, schnell. Okay. Ey, doch nicht hinlegen. Oh. Alter, du stehst mir gerade wieder voll im Weg. Nö, nee, rein hier. Ja, das. Kann sein, dass hier oben auch. Ja, bin gerade dabei. Wenn der das sniped. Okay, von hier schon. Du gehst hier diese scheiß Tür zu. So, Warum legt er sich nicht hin? Schaut, dass ihr weg von den Fenstern bleibt einigermaßen. Der hat gerade durchs Fenster reingeschossen. Oben ist eine M4, weil es jemand braucht. Ja, das nee, ist ich hab nicht eine. Schlecht. Jetzt. Brauche auf jeden Fall eine bessere Waffe als die Shotgun eigentlich. Geh mal eben hoch. Wenn ihr... Kriecht hier oben am besten. So. Wenn ihr... Der schießt doch durch die Fenster. Wenn ihr ein Scope findet, nehmt mit. Du. Jesper, der muss gegenüber von uns sein. Das heißt, der muss irgendwo auf dem Hügel sein, wo du bist. Oh, schneller. Ja, immer ein bisschen höher. Geh mal ein bisschen höher und geh dann weiter den Hügel lang und guck mal Richtung Airfield, ob du ihn irgendwo da sitzen oder liegen siehst. Ja, aber die Jungs, keiner schaut auf die Tür. Für mich ein bisschen. Ja, ja, klar. Kannst du auch von mir haben. Die Schüsse kommen aber von hinter mir. Ich will jetzt nicht. Du hast nicht so viel wie ich. Weil der warte, weiß, der warte ich geh mal wieder runter. Das ist Mist, was wir hier oben machen. Ja, die Schüsse kommen. Eben meine ich doch. Wir müssen schauen, dass die Tür gedeckt ist. Es war auch noch ein Spieler auf dem Feld, das heißt, der könnte schauen. Die Schüsse kommen nämlich von hinter mir und ich will jetzt nicht riskieren, da hochzulaufen, weil der hat mich dann wahrscheinlich im Sichtfeld, wenn ich nicht. Du kannst hoch crouchen. Du kannst hoch crouchen. Auf der Treppe. Ja, aber mein warte, ich geb dir. Wenn der im Scope ist. Warte, ich. Nein, ich. Du hast ich doch nicht so viel wie ich. Komm. Ja, dann gib ihm eins und ich gebe ihm auch eins. Ich ziel auf die Tür gerade. Jo, Tür ist gut. So. Okay, danke. Jetzt müssen wir schauen, wie wir vorgehen. Wir können hier nicht ewig hocken bleiben. Ich öffne mal die Tür. Nee, mach das nicht. Hey, du hast doch gar nicht die M4, oder? Gerade. Lag da nicht jetzt noch ein 60er Magazin eigentlich? Im 40er guck Magazin. Da, nein, nur eins. Guck doch mal bitte eine auf die Tür, wenn ich jetzt aufmache. Okay. Ja, ist alles. Warte, ich mach kurz die Knasttür zu. Ja, trotzdem. Wir müssen irgendwann rausgehen. Okay, mach kurz auf. Mach ganz kurz auf. Er wechselt nicht die Waffe, ey. No. Okay, ist niemand. Ich glaube, dass der Tower einer ist, also ist logisch. Okay. Tower ist einer, okay. Vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn ihr die Treppe hochlauft, dann hockt da glaube ich einer. Ich kann es nicht genau erkennen. Also ich guck gerade hier. Ist zumindest hinter der Tür ist keiner. Ich hab grad einen Zombie gehört. Guck mal von oben ein bisschen. So Jungs, denkt dran, wir sind in der Überzahl. Ja, wir müssen es nur taktisch ausnutzen. Ja. Eben so, wir hocken jetzt zu viert im Knast, einer hockt auf dem Berg. Kann aber nicht unbedingt zu viel ausrichten. Das einzige, was man könnte, ist den Sniper zu versuchen zu orten. Ja, jedenfalls. Ich lade nach aus Versehen. Ja, ich hab schon gehört. Kann gar nicht nachladen, wie geht wie nach Wieden? Lädt man nach. Mausrad? Nachladen. Mausrad holen. Aber nur wenn du ein volles Magazin hast, geht's nicht. Lol, ich hab gar Du hast mehrere Magazine. Ja, dann würde es gehen. Und ich hab mehrere Magazine, deswegen. Es sind zwei Clans auf dem Server. Okay. Es sind zwei Clans auf dem Server. Das heißt nichts. Ja, das haben wir schon mit locker gehört. Was ist denn? Was interessiert uns denn, ob da Clans auf dem Server sind oder nicht? Ja, zwei Mann auf dem. Wir sind auch. Wenn wir könnten auch einen Tag vor unseren Namen packen, sind wir auch ein Clan. Ja. Wir sind fünf Leute. Deswegen, also da kann man sich nicht so. Und außerdem ist er gerade von dem Clan rausgeflogen. Also der STX und der. Ja, und einer von dem. So, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt vorrücken zum Tower? Dann ist Chester egal. Chester drüber, ob wir sterben. So, wer geht als erstes? Oder? Warte, dann geh du. Wie zum Tower? Alle jetzt, oder? Ja. Ja, wir müssen nacheinander so aber gesehen, nicht, in der, nicht alle zusammen. Ist einer. Alter, das hat bei mir übelst geleckt gerade. Habt ihr den? Ich sag doch, beim Tower ist einer. Ja, deswegen haben wir gesagt, voll langsam vorrücken. Habt ihr ihn? Wo seid ihr jetzt? Ist einer tot? Verdammt. Ach da. Geh nochmal rein. Ist einer tot? Nein, noch nicht. Achso, okay. Ich muss mich nur leider verbinden. Fuck! War klar.
Hey, komm, jetzt geh doch mal hin. Ich bin bewusstlos, er kam gerade, ich bin tot. So, Tür ist zu. Ja. Er trägt einen blauen Helm, grünen Helm. Wenn du das so sagst, trifft es auf mich. Die Tür rüber offen. Ja, das ist deswegen, ich bin mittlerweile dafür, dass wir gar keine Kopfbedeckung tragen. Oh shit. Oder wirklich die gelben Bauhelme. Bandana. Oder Bandana. Ja. Die sind nicht ganz so auffällig. Wenn der reinkommt, der sprayt da uns alle weg. Ich schieß sofort, wenn die Tür aufgeht. Dann. Egal, ob ich ihn treffe oder nicht. Ich hoffe, dass ich direkt am Airfield vorne. Aber nicht so vor meinem Loot halt, ne? Aber ihr müsst aufpassen, dass der Sniper nicht Position wechselt, ne? Also ihr dürft nicht. Hier ist ein großer. Das ist eigentlich am meisten dein Shot. Du solltest da oben alles beobachten. Ja, ich weiß, würde ich gerne nehmen, aber ist gerade so riskant. Ja. Mach mal die Knasttür zu. Ist doch zu. Jetzt? Ja, ich hab's jetzt gemacht. Ich bin jetzt im Knast, na toll. Ja, schau auf die Tür am besten. Aber es bringt mir nichts, ich kann durch die Knasttür nicht durchschießen. Ja, du kannst trotzdem drauf schauen. Ja, das bringt. Wo seid ihr denn hier? Du kannst aber gucken, ob der um die Ecke kommt. Wow. Sehr schön. Dann schießt er mal ein Nerz, der mich wahrscheinlich als erstes weg, weil er mich sofort sieht. Nee, weil du ja nicht draußen bist. Soll ich mal in den Tower einfach so reinschießen, so just for fun? Nee, der ist draus. Nein. Außerhalb des Tower, der hat uns so bemerken sie dich noch nicht. So bemerken sie dich noch nicht. Ich kann sagen, außerdem bemerken sie dich, wenn du jetzt schießt. Nee, aber der hört dann vielleicht. Du wirst dann vielleicht nervös. Ja, aber dafür wissen sie, dass. Weiß das andere Sniper, dass da noch ein Sniper auf dem Berg ist. Die haben uns sicherlich alle schon davor gesehen. Nein. Dann hätten wir viel früher geschossen. Das war der Sniper, hat uns gesehen. Wir haben geschossen. Schieß mal kurz einen Schuss. Ja, ich schieße nicht, kann nicht durch die Tür durchschießen. Also, wir gehen hier vor, wir können ja nicht hier gucken. Ja. Alter, ich bin tot. Ich auch. Hä? Der schießt durch die Wand, so ein Assi! Oh, der hat diesen Wandglitch. Hacker, das sind Hacker. Nein, das sind Hacker. Wo sind denn die? Asshole. Durch Wände. Ja, die schießen durch Wände, also das waren definitiv Hacker, also. Okay, dann würde ich sagen, was ist. Darauf zu schießen, ich will jetzt die Bände machen. Naja, dann würde ich mal sagen, wir beenden jetzt die Folge hier. So sieht's aus, wenn man Hacker auf Hacker trifft, ja. Echt. Solche sacklosen Internet. Ja, das ist einfach nur Assi. Ich weiß nicht, wozu man dann spielt, wenn man die ganze Zeit nicht richtig spielt. Also ja, das ist doch langweilig, also. Also ich finde der Hack im Singleplayer ist ja ganz lustig mal, aber im Multiplayer hat er nichts verloren. Wo sind die denn gerade? Ja. Die könnten theoretisch. Ich verabschiede mich für die Folge. Tschüss! Ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Ja, wir dachten, wir können am Airfield ein bisschen PvP üben, aber dann ist es doch ganz anders gekommen. Weil dann waren da anscheinend Hacker, wo uns dann einfach durch die Wand weggesprayt haben, was ich echt richtig behindert fand, weil ganz ehrlich, dann soll man so ein Spiel nicht spielen, aber darüber wollen wir uns im Endcut gar nicht unterhalten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, man sieht sich in der nächsten Folge. Haut rein, euer Upperclass.